schön, dass ihr eingeschaltet habt, liebe DJ-Vapes-Freunde und auch alle anderen Dampfer. Ja, jetzt ein Video hatten wir verpasst, zeitlich hat das bei mir nicht geklappt am Wochenende, deswegen hole ich jetzt eins nach. Und zwar geht es heute um die UR Fighters und wir starten mit Ultra Wolf. Der Ultra Wolf, den habe ich probiert und das Ganze soll Mango, Pfirsich und eine Zitrusfrucht sein. So steht es beschrieben und ich kann nur sagen, so ist das auch. Allerdings, finde ich hier, dass die Mango ein bisschen sich mit der Pfirsich so ein bisschen prügelt. Wie so Ringkämpfer vom WWF damals, so Hulk Hogan und so ein Scheiß, ne? Ja, so musste man sich das vorstellen, stehen die da und verprügeln sich gegenseitig, so links, rechts, Pfirsich, Mango, Pfirsich, Mango. Man kann beides rausschmecken, auf jeden Fall. Man schmeckt die Pfirsich sowie die Mango auf jeden Fall raus. Und ganz leicht im Hintergrund spürt man Zitrus. Ne? Also sowas, so Limetten, zitronenmäßig, was genau es jetzt ist, kann ich so nicht rausschmecken. Man merkt auf jeden Fall etwas leicht Zitrusmäßiges. Ah, okay. Ja, Reifezeit, bevor wir das vergessen, Reifezeit beträgt hier 4 bis 10 Tage. 60 ml Flasche, ganz klar, auffüllen mit Vase, wisst ihr Bescheid. Mango, Pfirsich prügeln sich ein bisschen. Zitrus kommt leicht mit daher. Recht vollmundig, von der Stärke würde ich sagen, liegt es im mittleren bis hohen Bereich. Also auf keinen Fall lasch, man hat hier schon ein intensives Geschmackserlebnis. Es mundet mir sehr, muss ich sagen. Es mundet mir sehr. Aber da gibt es noch eins, was noch viel besser ist. Zu dem kommen wir jetzt. Angels Hair. Engelshaar. Pfirsichjoghurt sein. Pfirsichjoghurt. Und Leute, ich kann euch sagen, das Ding hat mich so richtig aus den Latschen gepfeffert. Ich dachte mir so, Pfirsichjoghurt, da soll das schon schön sein. Aber Leute, Wahnsinn. Dieser süße, das ist so richtig süßer Pfirsichjoghurt. Das erinnert mich an die orangenen Fruchtzwerge. So in die Richtung geht das. Leute, richtig süß, vollmundig. Diese Creme, man merkt richtig diesen süßen, cremigen, milchigen Joghurt. Das ist Wahnsinn, Leute. Das ist Wahnsinn. Also wenn ihr auf so cremige, süße Sachen steht, Leute, müsst ihr euch das reinpfeffern. Glaubt es mir, probiert es euch, ihr werdet es nicht bereuen. Man schmeckt hier die Pfirsich so krass raus, dass es... Ich habe wieder Saba im Mund, Leute. Ich habe Saba im Mund, mir läuft das Wasser im Mund zusammen wieder. Das ist Wahnsinn. Das ist sowas von mega lecker, das glaubt ihr gar nicht. Am liebsten würde ich das trinken. Ich würde es am liebsten trinken. Wahnsinn. Das ist wirklich Wahnsinn. Das ist wirklich, muss ich leider wirklich ehrlich zugeben. Was heißt leider? Muss ich wirklich zugeben, das wird einer meiner Lieblingsliquids sein. Mega. Von der Aufmachung her, von den Flaschen ist es okay. Hier sind irgendwelche Kämpfer. So League of Legends Style, Diablo oder sonstige Games, die so mit Kämpfern, Fightern, Street Fightern oder so zu tun hat. Auf jeden Fall auch cool. Spricht mich auf jeden Fall an. Also wie gesagt, für alle, die das süß, cremig, sahnig, milchig mögen, das hier, Leute, wird euch vom Hocker klatschen. Ihr werdet da liegen und denken, ja, Mann, der Dennis, der hatte recht. Übelst. Gut, kommen wir zum nächsten und letzten. Testamon. So ein Roboter, boom, boom, so ein Mash oder so. Kennt ihr die? Mac Mash.
Nein, der sieht so ein bisschen aus wie so ein Transformer. Nur, dass er nicht so die Form von einem Auto hat. Der hat so Fäuste mit so Säbeln dran. Mit so Klingen. Erinnert mich so ein bisschen von an Zed von League of Legends. Nur, dass er so mehr robotermäßig aussieht. So ein Soldatenroboter. Testamon! So. Ja, Eiskaffee soll das Ganze sein. Und ich kann euch sagen, es ist auch so. Es ist ein genüsslicher Eiskaffee, wie man ihn kennt. Kriegt man auch in, ja, doch Tetrapack-Dinger, ne? Und kriegt man die auch schön kalt im Kühlregal. Diese fertigen Dinger, ne? So schmeckt das. Ganz cool eigentlich, so Eismilchkaffee, auf jeden Fall. Eine leckere Kaffeenote ist da drin, ist jetzt nicht dieses wie der morgendliche Kaffee, sondern halt ein Eismilchkaffee, würde ich das beschreiben. Auf jeden Fall erfrischend, kühl, angenehm, mit einer Kaffeenote, ein bisschen milchig, finde ich super. Ist sowas, das würde ich mir wieder zum Kaffeeklatsch geben. Ja, wenn man mit der Oma mal zum Kaffeetrinken rüber geht. Oder beim Opa. Meine Großmutter, da wird das wohl nichts mehr. Die ist verstorben vor kurzem. Deswegen auch so ein bisschen verspätete Reviews etc. Also einiges passiert in letzter Zeit. Einiges wurde da bei mir ein bisschen umgekrempelt, deswegen alles ein bisschen unregelmäßig im Moment. Ich versuche aber trotzdem weiterhin für euch da zu sein, liebe Freunde. Zeitlich wird es wahrscheinlich nicht immer so klappen, wie ich mir das vorstelle. Ich hoffe, das regelt sich aber irgendwann auch wieder, dass ich wieder da einen geregelten Ablauf habe, dass ihr da immer wieder genau wisst, mittwochs und samstags oder so, oder donnerstags und sonntags haut DJ Vapes wieder sein Video raus. Muss ich gucken. Gut, Freunde, ich bedanke mich, dass ihr eingeschaltet habt. Es hat mir wirklich sehr Spaß gemacht. Danke nochmal dafür, dass ich diese drei hier probieren, testen und vorstellen durfte. Sehr, sehr lecker, alle drei. Also nur zum Empfehlen, gerade Angels Hair. Das mundet mir übelst. Werde ich mir jetzt gleich auf jeden Fall nochmal hier in den RDTA reinkloppen. Dann werde ich damit ein bisschen rumrennen. Dann schön dampfen. Gut, liebe Freunde, danke, dass ihr eingeschaltet habt. Folgt mir auf Instagram, alles in der Videobeschreibung. Wir sehen uns im nächsten Video-Review wieder. Bis dahin, danke fürs Zusehen. Bis dahin, ciao.